Der Blue Corner, liebe Hon-Familie, ein herzliches Willkommen zu einem kleinen, kurzen Klartext Hamburg Airport. Hummel, Hummel, Moss, Moss. Ich bin hier unten im A21, 23, 25 Bereich. Das ist da, wo der Bus abfährt, wenn man mit dem Bus fährt. Und jetzt mal Butter bei die Fische. Es gibt was Neues. Die neuen Busse sind da. Da muss der Horn sagen, das ist ein absolutes Go. Hamburg Airport. Also ich würde sagen, Hamburg, meine Airport-Perle. Das kann ich gar nicht anders sagen. Die Entwicklung ist, mal abgesehen, es gibt natürlich noch extrem viel Nachholbedarf. Das kann der Horn nicht anders sagen. Aber es ist ein guter Weg. Und ich meine, der Züricher oder der Schweizer Chef lässt sozusagen dann auch nicht locker und macht mit. Denn ich meine, guck mal, es gibt zum Beispiel Kinderwagen, die stehen natürlich noch ein bisschen hier rum, die machen noch ein bisschen Mühe, aber wenn man alleine ist, ist es nicht so dramatisch. Das heißt also, ich habe eine extreme Hoffnung, dass wir hier am Hamburg Airport in der Zukunft einen exklusiven, fantastischen Service erwarten dürfen. Denn neue Busse, erdgasbetrieben, also auch umwelttechnisch fantastisch, das ist schon mal ein Go. Es fehlt natürlich noch der Businessbus. Das liegt natürlich daran, dass die Airlines nicht bereit sind, den Businessbus zu bezahlen, weil wir ja auch wissen, die Business schaffen die ja ab. Und von der Seite, aber ich meine, für die Turkish Airlines könnten sie das machen. Aber da geht's ja los. Die Turkish Airlines hat ja keine Außenposition. Emirates hat ja auch keine Außenposition. Die sind ja immer am Gate. Austrian Airlines, Swiss und Lufthansa, die haben Außenposition. Naja, die Ryanair hat auch keine Außenposition mehr. Ganz selten. Die werden auch direkt ans Gate transportiert. Naja, sind eben gute Kunden. Gute Kunden, für die macht man etwas. Und ich meine, das ist das, was eben die Group vergessen hat. Für uns gute Kunden machen die gar nichts mehr, währenddessen die Airports aufrüsten. Und sie haben ja im Endeffekt recht. Ich habe ja viele Dinge auch manchmal beleuchtet und habe gedacht, es könnte eigentlich besser sein. Warum macht der Airport das nicht? Wieso sind die nicht in der Lage? Weil ich ja natürlich auch davon ausgegangen bin, dass die Airlines sozusagen nichts in der Hand haben. Die könnten nichts machen. Doch, sie können sogar sehr viel machen. Sie haben nämlich das Geld, um es zu bezahlen. Aber das wollen sie nicht, das wollen sie den Aktionären geben. Also bedeutet, ich habe mal nachgefragt, das war ja so ein Thema bei der Air France, wenn also hier in Hamburg mein Gepäck später ankommt, dann liegt das daran, dass die Group nicht bereit ist, Kohle auszugeben. Denn die Air France hat das Geld ausgegeben und mein Koffer kam dann als Premium-Gast natürlich exzellent früh. Überhaupt kein Problem. Und wenn ich eine Außenposition bezahle, weil ich die teurere Fingerposition nicht bezahlen will, ist doch ganz logisch. Wenn ich also im Endeffekt kein Geld ausgeben will für meine Kunden, die mir ja Geld bringen, und wenn ich einen guten Service mache, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, auch mehr Geld zu verdienen. Aber das reicht nicht aus. Es muss praktisch so sein, es muss sogar mehr Geld sein, es muss sogar einen etwas schlechteren Service sein, weil dann natürlich weniger Leistung gezeigt werden muss. So, jetzt muss ich mal ganz kurz hier, sonst moin. Das sind die wahren Helden des Airports, die machen die Fenster sauber und noch viele andere Dinge, auch technisch. Also wir bleiben bei Hamburg Airport. Wir müssen auch mal Folgendes klarstellen. Es gab ja auch hier Personalmangel. Also das heißt, die haben hier das Problem gehabt, nicht nur gutes Personal zu finden, sondern überhaupt Personal zu finden. Denn ich habe ja mal draußen mit den Busfahrern gesprochen. Also ein Busfahrer beim HVV, das ist Hamburger Verkehrsverbund Vertriebe, die kriegen, ich sag mal, im Monat locker zwischen 3,5 aufwärts. Hier bekommt ein Busfahrer 1,5. Hier bekommt ein Busfahrer 1,5. Ich meine, dafür muss man erstmal fahren. Also das heißt, da haben sie jetzt anscheinend, warte mal, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 neue Busse, so wie ich das sehe. Also die stehen jetzt hier, es könnten noch mehr sein, aber 6 haben sie auf jeden Fall neu. Dafür haben sie die alten Busfahrer genommen, 5 hatten sie, haben sie einen gefunden, haben sie einen eingestellt. Also können wir sagen, ist eine Aufrüstung in der Qualität des Busses. Wenn wir also jetzt als Gäste der Lufthansa Group
hier ankommen in Hamburg, können wir wenigstens einen großen neuen Bus erwarten. Das finde ich also schon mal toll. Was ich natürlich dramatisch finde, dass die Airlines nicht bereit sind, mehr Geld auszugeben für uns. Dass sie im Endeffekt dafür zahlen, dass wir am Gate rauskommen. Dann bräuchte man ja diesen Bus gar nicht. Und das ist ja für Hamburg eigentlich viel besser. Wenn sie jetzt noch ein bisschen mehr Geld ausgeben würden, ich sag mal, mehr Geld ausgeben würden für die Gepäckannahme. Das heißt, dass das Gepäck besser und schneller rüberkommt. Speziell für Premium-Kunden, also für Gäste, die ja öfter mit der Airline fliegen, wie in der Zukunft ja die Economy-Horn-Circles, ja, die Billig-Horn-Circles, es kommen ja jetzt die Billig-Horn-Circles, die also mit Economy-Class-Horn-Circle werden. Die dürfen dann zwar auch noch in die Lounge, werden natürlich uns Horn-Circle-Membern den Lounge-Bereich komplett kaputt machen, weil die Qualität wird schlechter, denn es kommt immer mehr Masse und das muss billiger abgefertigt werden, sonst bezahlt die Lufthansa sich ja dumm und dämlich und die Swiss genauso. Also gilt ja auch erstmal bei Lufthansa, die Swiss weiß das schon zu lösen, denn die haben ja einen exzellenten Service für First-Class-Gäste. Der Horn ist ja First-Class, ewiger First-Class-Gast. Also von der Seite hat der Horn da nichts zu befürchten bei der Swiss. Außerdem Lufthansa ist das schon schwieriger. Also Abbau der kompletten First, Abbau der kompletten Business im europäischen Bereich, das sind alles Albträume. Und das ist ja nicht nur in meinem Köpfchen da oben drin, sondern das ist Realität. Ich sage nur, Ryanair, Lufthansa, Lufthansa, Ryanair, also wie auch immer das zusammenhängt. Da hat man sozusagen kopiert. Ich würde sagen, falsch kopiert. Währenddessen der Hamburg Airport, meine Perle, also das muss ich jetzt mittlerweile sagen, Hamburg Airport wird meine Perle. Security extrem aufgerüstet, hat die Polizei. Finde ich ein Go. Die Mitarbeiter noch ein bisschen Testosteron gelastet. Also das heißt, da ist noch etwas viel Testosteron. Da könnte noch ein bisschen mehr Freundlichkeit, die Schulung passieren. Sind die ja dabei. Das heißt also, die werden natürlich die Mitarbeiter weiter positiv schulen. Gefallen mir aber schon gut. Ich habe mit einigen gesprochen. Bin sogar letztens mit einem gefahren, der ist Taxifahrer. Der hat mich dann hierher gefahren. Der hat natürlich gesagt, ist nicht alles Gold, was glänzt, ja, die Kollegen. Aber ich sag mal, grundsätzlich, also vom reinen Grundgedanken her, der richtige Weg. Also die Security passt. Die Fastlane von Hamburg Airport ist wirklich noch ein No-Go. Liebe Hamburg Airport, ihr müsst da aufbauen. Die Fastlane braucht wirklich eine Schulung. Da müssen, das kann nicht sein, dass wir, wenn Economy, ich meine, ihr könnt die Economy nicht dauernd vorholen. Noch entscheidet ja der Airport darüber. Ja? Das heißt also, ihr macht die Fastlane, ich meine, die Airlines bezahlen das Ding. Und wenn sie das schon bezahlen, dann müsst ihr das auch wirklich leisten. Also hier versagt der Hamburg Airport noch auf ganzer Linie. Das kann ich anders sagen. Also da müsst ihr euch mal ein Beispiel an London nehmen. In London kommt keiner in die Fastlane rein, lieber Hamburg Airport, der nicht ein Fast-Ticket hat. Da gibt es keine Chance. Und dann läuft das zack, zack. Die Security ist grausam, aber die Fastlane ein Go. Also bitte nochmal lernbereit sein, was das Thema Fastlane anbelangt. Ansonsten bin ich ja schon sehr wartungsvoll auf den Neubau und ich denke, auch da wird es natürlich für VIP-Gäste alles besser. Auch da erwarte ich mir für die Zukunft am Hamburg Airport extreme Aufstockung. Also der VIP-Bereich, Mensch, ausbaufähig, denn es gibt ja in Hamburg viele VIPs und dafür müsst ihr den Service machen. Da zahlen wir auch 1,50 € mehr. So, logisch. Für einen guten Service, Hamburg Airport, ist ein kleiner Tipp, so Insider-Tipp, ja? Ich meine, wir kennen uns ja jetzt schon alle, Hamburg Airport und der Horn, ne? Das ist ja schon sozusagen eine Gemeinschaftskooperation. Nicht bezahlt, liebe Freunde, sondern einfach nur positive Erfahrungen weitergegeben eines Vielfliegers, der auch noch seine Homebase in Hamburg hat. Und deswegen extrem freudig, wenn diese Geschichte positiv läuft. Denn ich meine, wenn ich jetzt da rausgucke auf diese Busse, also das... Das finde ich ein Wahnsinn. Das finde ich ein echter Wahnsinn, dass das so positiv geworden ist. Es gibt einen Freudensprung. Hip. Kleiner Freude. Okay, auch einer. Hip. Also zwei Freudensprünge für Hamburg Airport, für meine Perle. Geht ab. Was haben wir noch? Wir kommen also rein. Toiletten. Sind schon neue Toiletten da? Es sind schon neue Toiletten da. Das macht mir Freude. Das ist der richtige Weg. Auch hier unten, ich sehe, dass es wirklich sauberer geworden. Ich meine, das war ja... Da konnte man sich ja gar nirgendwo hinsetzen, ja? Und ich meine, der Blue Corner ist immer noch geschlossen, die Bar. Auch da könnte so eine kleine VIP-Bar machen. Machen wir eine Hon-Bar draus. Hallo Hamburg Airport, meine Perle. Wir machen aus dieser Bar eine Hon-Bar. Und der Hon kommt einmal im Monat und macht hier Ausschank. Das wird ein Go. Dann machen wir noch einen geilen Talk, ja? VIP-Talk, ich meine, geht nicht besser. Hier, wir müssen für die Zukunft schon mal ein bisschen planen, ja? Ich meine, guck mal, das ist ja hier Goldfaden. Und wenn man jetzt hier... Meine Kasse ist geschlossen, das ist klar.
Aber wenn man jetzt hier diesen Bereich sozusagen als die Honbar aufmacht, also da müssen wir drüber sprechen. Also da muss die Marketingabteilung, die muss ich natürlich bei mir melden. Ich habe jetzt das Video, habe ich gesprochen, jetzt muss die Marketingabteilung bei mir anrufen, damit wir da eine Honbar draus machen. Nicht eine Honbahn, sondern eine Honbar, wo der Hon sozusagen exklusive Getränke, Champagner, also Honsprudler und feinste Sachen bringt. Kleines bisschen Musik dazu und das einmal im Sonntag. Dazu einen kleinen VIP-Talk, da ist die Hütte voll. Da wird das hier geöffnet fürs Publikum, ja, und da ist die Hütte voll. Natürlich für Vielflieger, edel, für VIP, für Premium-Gäste. Ist doch logisch. Ne? Ich habe gerade Kerner in der Lounge getroffen. Also, das ist Standard, das sollte Standard sein, ja. Und er war nicht begeistert von der Senator-Lounge. Er sagt, es gibt nur nichts anderes. Ja, ich meine, ich war ja auch in der Hamburg-Lounge. Auch da ist extrem Nachholbedarf. Ihr habt ja wenigstens noch eine Dusche hier in Hamburg Airport. Die Hamburg Airport Lounge hat wenigstens eine Dusche. Das haben wir hier nicht. Hier kommt auch keiner mehr hin. Aber das war okay. Ich habe das geguckt, es war sauber. Es hat Freude gemacht. Auch der Aufenthalt, das war in Ordnung. Ich würde sagen, jetzt nicht besonders premiumtechnisch, aber in Ordnung. Ansonsten baut ihr ja weiter um Hamburg Airport. Das finde ich gut. Ich sehe die Entwicklung. Viele andere haben mir das auch gesagt. Also mittlerweile kann man sagen, die Lounge, pff, ja, aber der Rest, Entwicklung. Es geht wirklich nach oben, macht positive Stimmung und dem Hon auf jeden Fall. So, es gibt natürlich, das ist gar keine Frage, es gibt das ein oder andere Thema. Ich habe jetzt zwei, drei Sachen Fastlane. Ich habe noch ein bisschen diese muskulative Testosteron-Themen da in der Security. Aber alles top, wirklich alles top. Und ich habe die tollen Busse angesprochen. Denn eins ist ja klar, wir haben ja hier fantastische Mitarbeiter. Das sind wirklich meine Helden. Die Hamburger Mitarbeiter hier von Hamburg Airport sind meine Helden. Denn was die auch leisten und geleistet haben, das finde ich toll. Ich hoffe, dass die Chefabteilung das ein bisschen würdigt und das auch ein bisschen sozusagen macht mit einem kleinen Extra-Weihnachtsgeld. Ich finde, 2020 sollte ein kleines Extra-Weihnachtsgeld möglich sein für diese fantastischen Mitarbeiter. Und zwar vom Chef aus. Also nicht nur, ich sag mal, 15 Millionen als CEO einkassieren, sondern auch für die Mitarbeiter so ein kleines Weihnachtsgeschenk kaufen, wo ein Tausender drin liegt. Ja? Sag mal, ist ein Tausender Weihnachtsgeld, ist das gut oder schlecht? Ist ein Tausender Weihnachtsgeld, ist das gut, so netto in die Tasche oder schlecht? Das geht. Also, Hamburg Airport, ich habe gerade Mitarbeiter gefragt, Tausender in die Tasche geht, ich würde sagen, 1,5 ist besser. Ja, 1,5 macht mehr Freude. Wenn wir also daran denken, dass wir Motivation brauchen, also nicht nur Innovation, sondern auch Motivation, dann würde ich sagen, lieber CEO hier von Hamburg Airport, für alle Mitarbeiter, die diese lange Durststrecke extrem viel gearbeitet haben, und es fehlen ja immer noch Mitarbeiter, glaube ich, ne? Also das ist ja auch noch schwer weiter zu finden, aber für die alle, für die würde ich sagen, an Weihnachten 1,5 in die Tasche netto. Von den 15 Millionen, die der CEO verdient, ist lächerlich. Also das ist Taschengeld. Ja, das kann er, ja gut, nicht absetzen, soll ja Cash sein. Ne? Die sollen ja was davon haben. Also das wäre mein Vorschlag. Dann macht der Hon sozusagen eine Weihnachtsfeier, ja, für die Mitarbeiter am Airport. Wir machen sozusagen eine Hon-Weihnachtsparty. Der Hon guckt, sorgt für fantastische Gäste. Und dann feiern wir am Blue. Wir feiern am Blue Corner Weihnachten hier unten mit den Mitarbeitern. Es wird ein Träumchen. Und ich muss für die Mitarbeiter nochmal in die Bresche springen. Und zwar beim Thema Aufenthaltsraum. Das ist immer noch nicht top. Der Aufenthaltsraum ist das Spiegelbild der Geschäftsleitung. Wenn der Aufenthaltsraum für Mitarbeiter, Entschuldigung für das Wort scheiße ist, dann ist das die Seele der Geschäftsleitung. Der Geschäftsführer, das heißt der Boss, hat sich darum zu kümmern, dass der Aufenthaltsraum für Mitarbeiter exzellent ist. Ich weiß nicht, wann der Geschäftsführer das letzte Mal von Hamburg Airport in der Mitarbeiterkantine war. Ja? Die haben ja gar keine Kantine, die müssen immer da oben hingehen essen. Aber das wäre so ein Beispiel. Also von der Seite, der Hon hat heute im Klartext Hamburg Airport meine Perle einen Klartext gemacht, hat Dinge angeregt, hat Dinge gelobt. So ist der Hon. Wahrheit, Klartext und keine Fakes. So gehört sich das und so funktioniert das auch. Und jetzt geht der Hon schön zu einem nächsten Flug. Meine, macht ja Freude. Ich hoffe,
die Maschine, die kommt, ist angedockt, ja? Und die haben von der Airline ein bisschen Geld ausgegeben. Also Hamburg Airport, es läuft weiter so. Wir wollen weiter Erfolge sehen und wir wollen Hamburg zur Perle der Welt machen. Ich meine, nicht nur Tor der Welt, sondern auch Perle der Welt. Ist ein Go. So, und jetzt liken, abonnieren, weiterempfehlen und die Familie wird größer. Das ist ein Träumchen. Ich danke euch und tschüss.